Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen oder Versammlungen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dabei bitte den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal zwei Personen. Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken, Ihre Berliner Polizei. Seit dem 28. März 2020 gilt in Deutschland das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Kontaktbeschränkungen halten BürgerInnen dazu an, physische und soziale Kontakte zu anderen Menschen stark zu reduzieren. Darunter fällt auch die Versammlungsfreiheit. Wir, Freak, Caro, Tillmann, Hendrik und Ellen von Draufsicht, interessiert, wie Protest in Zeiten von Corona ausgeübt und Demonstrationen organisiert werden können und unter welchen Bedingungen. Trotz oder besser wegen der Kontaktbeschränkungen hat sich hier am Rosa-Luxemburg-Platz eine Gruppe von Menschen versammelt, um gegen die Einschränkung der Grundrechte zu demonstrieren. Wir, Hendrik und Ellen von Draufsicht, haben uns da mal umgeschaut. Ja, wir sind jetzt hier seit knapp einer Stunde. Die Leute sind immer noch größtenteils alle da. Ich schätze mal, das sind circa 100, 200 Leute. Und obwohl es in dem Aufruf gehießen hat, dass alle mit Mundschutz kommen sollen, ist das zum Beispiel nicht der Fall. Es ist uns auch nicht ganz klar, wer hier eigentlich gekommen ist. Das scheint eine ganz bunte Mischung zu sein. Wir haben Leute gesehen, die auf jeden Fall dem linken Spektrum zuzuordnen sind, bis zu Leuten, die wir sind das Volk rufen, also wahrscheinlich eher der Pegida-Bewegung oder ähnlichen zuzuordnen sind. Es ist nicht so ganz klar, was diese Leute insgesamt hier zusammen hingebracht hat. Ich bin hier mal auf der Webseite von dem Veranstalter, die zu dieser Demo aufgerufen haben, nämlich nichtohneuns.de, die sich selber nennen Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand. So. Die großen Medienhäuser sind gleichgeschaltet. Sämtliche Freiheitsrechte wurden außer Kraft gesetzt, während wir von der Regierung in Todesangst versetzt zu Hause eingesperrt werden. Irgendwie können wir eine gewisse Beunruhigung zur Einschränkung der Grundrechte und der unklaren politischen Situation schon nachvollziehen. Schließlich kursieren in letzter Zeit auch immer wieder Nachrichten über repressives Verhalten der Polizei bei anderen Protestaktionen, sogar wenn diese so organisiert sind, dass sich an alle Hygiene- und Abstandsregelungen gehalten wurde. Pass auf, Sie haben gerade an der Versammlung teilgenommen. Ja, aber mein Fahrrad. Ja, nehmen Sie mit, komm. Ja, warten. Oh. Aber bei dieser Demo hier entsteht für uns der Eindruck, dass es hier den Demonstrantinnen nicht unbedingt darum geht, seinen Unmut darüber zu äußern, dass man durch das Versammlungsverbot daran gehindert wird, sich konkret für etwas politisch einzusetzen. Für Samu, den wir hier getroffen haben, ist das aber Anlass genug, um sich hier zu versammeln. Wenn Demonstrationen verboten sind, dann kann man darüber nicht mehr seine Meinung klar äußern. Fatal. Wie stehst du zu den ganzen Maßnahmen, die getroffen werden? Also ist es jetzt ich war, für dich so, ich war dass nicht ich von Anfang an gegen die Verordnung. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es vielleicht sinnvoll ist, Maßnahmen zu ergreifen. Und seit ich mich damit ein bisschen eingehender beschäftigt habe, sind mir eigentlich deutliche Zweifel gekommen, ob eine so harsche Verordnung und so starke Einschränkungen gerechtfertigt sind auf Grundlage der Daten. Das heißt quasi, wenn es erlaubt wäre, würdest du auch aus persönlicher Überzeugung sozusagen hier demonstrieren ohne Sicherheitsabstand? Ich bin ja sogar bereit zu demonstrieren, da ist es scheinbar nicht, und es scheinbar nicht erlaubt. Mhm. Aber auch nach allen Daten, die ich weiß, habe ich nicht den Eindruck, dass es für die meisten Leute meiner Altersgruppe besonders gefährlich ist. Mhm. Was hältst du von so Online-Demonstrationen? Findest du, das ist eine Alternative? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil. Also, das hat ja was damit zu tun, wie dieses Medium funktioniert. Und es ist überhaupt nicht klar, ob man dadurch wirklich unbedingt öffentliche Aufmerksamkeit erreicht. Man muss ja schon dann
muss ich dann da nicht eine URL kennen oder so, um zu wissen, dass schon demonstriert wird. Also das, die Idee von der Demonstration ist ja, Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch für Leute, die noch gar nichts davon wussten oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Also mir ist nicht klar, wie das im Internet funktionieren könnte. Für SAMU sind Online-Demos also keine Alternative. Freak von Draufsicht hat mal ausprobiert, wie sich Online-Demonstrieren denn so anfühlt. Vor ein paar Wochen ist in unserer Straße ein Lastenfahrrad aufgetaucht, was da tagsüber stand, mit einer Plakatsammelkiste von Fridays for Future. Und ich habe mir gedacht, hä, was soll das denn sein? Hab mal gegoogelt und gesehen, aha, für einen großen Netzstreik fürs Klima sollte man Plakate basteln und die dann da reinlegen, damit die an dem Aktionstag am 24. dann irgendwo ausgestellt werden. Also habe ich mir gedacht, mache ich, habe mir Papiermüll, ein großes Stück Pappe besorgt, weil das hatte genaue Vorgaben, wie das sein sollte. Hab das grundiert und musste mir dann noch einen Spruch natürlich überlegen. Und also im Internet, die Sprüche, die waren so, naja. Also habe ich mir überlegt, okay, wie wäre es mit alles muss alles anders werden? Das klingt irgendwie nach allem und irgendwie gut und irgendwie toll. So. Und dann habe ich noch einen kleinen Brief dazu geschrieben, weil ich hätte gern mit der Person gesprochen, die diese Plakate abholt, weil die muss ja bei mir irgendwo in der Nähe leben und da dieses Fahrrad immer hinstellen. Und dann habe ich das alles zusammen wieder in die Kiste getan und gewartet. Leider hat sich die Person bei mir nicht gemeldet, also habe ich mich am 24.04. vor den Stream gesetzt auf fridaysforfuture.de und bei diesem Netzstreik fürs Klima hatten sie tatsächlich geschafft, glaube ich, knapp 10.000 Plakate zu sammeln und vor die Wiese auf dem Reichstag zu legen. Und leider habe ich meins darunter nicht entdeckt, aber es ist schon ein cooles Gefühl zu wissen, dass das eigene Plakat da mit irgendwo liegt. Während Freak heute zu Hause ist und sich den Livestream auf dem Computer anguckt, bin ich aufs Rad gestiegen und mal hier nach Berlin-Mitte gefahren, um anzugucken, wie das Ganze aussieht, wie die das aufbauen. Und eventuell spricht ja auch jemand mit mir und beantwortet uns ein oder zwei Fragen zu der Idee dahinter. Als ich auf der Wiese vor dem Bundestag ankam, haben sich da die Plakate auch schon gestapelt und ungefähr 20 Freiwillige haben sich darum gekümmert, die ganze Aktion durchzuführen. Eine davon war Luisa, die mir ein bisschen was zu den Ideen und dem Entstehungsprozess dahinter erzählt hat. Also wir haben uns überlegt, wie wir heute an diesem Tag, wo wir eigentlich alles digital stattfindet, wie wir Bilder kreieren können, die zeigen, es gibt eine große Masse an Klimabewegten im ganzen Land, die heute streiken würden, wenn sie es könnten. Und das einfach so Livestreams und so Twitter-Geschichten und so, die sind auch gut und wichtig, aber sie sind nicht so wirkungsvoll wie und so mächtig wie so Bilder. Und dann haben wir überlegt, dass man ja zwar keine Massen auf die Straße bringen kann, aber dass man diese Schilder, die so bekannt sind und so ein Ding sind für die Bewegung, dass man die trotzdem irgendwie noch versammeln kann. Wie ist es für dich so jetzt während Corona-Zeiten zu demonstrieren? Wie ist es? Anders auf jeden Fall. Aber also ich freue mich gerade mega, dass wir es irgendwie trotzdem geschafft haben, diese Aktion zu planen und zu organisieren, weil es sich mega falsch angefühlt hätte, nichts am 24. zu machen. Genau deswegen bin ich gerade mega dankbar für diese Aktion. In einer Kirche konnten diese Mengen an Stoff gelagert werden und es wirkte ein bisschen so, als ob alle Beteiligten selber total überrascht waren von dem Ausmaß dieser Aktion. Also ehrlich gesagt, als ich mir das so ausgemalt hatte mit den anderen, ich dachte, wir kommen hier an mit der Schüler unterm Arm und wir legen die einfach so aus. Total eskaliert zu so einem Megaprojekt. Das ist wirklich witzig. Und während die Plakate weiter ausgelegt wurden, kümmerte sich ein Technikteam um die Live-Schalte, die dann in ganz Deutschland per YouTube übertragen werden sollte. Der Stream selber, der war irgendwie ganz unterhaltsam mit coolen Beiträgen, auch wenn die Qualität
immer wieder weggebrochen ist und es am Anfang sehr dolle technische Probleme gab. Aber insgesamt haben zwischendurch immer wieder bis zu 20.000 Leute gleichzeitig zugesehen und ich glaube insgesamt irgendwie 80.000, 90.000 über den ganzen Tag. Und das ist schon cool, aber so richtig nach einer Demo hat sich das für mich zumindest nicht angefühlt. Ähnlich ungewohnt hat sich die Teilnahme an den Online-Demos der Seebrücke angefühlt. Ich bin Emilia. Ich bin Nils. Und wir versuchen euch heute so gut es geht durch diese Online-Demo So ein digitaler Protest fühlt sich schon anders an, als auf der Straße zu sein. Obwohl ich echt überrascht bin, dass Online-Demonstrieren dann doch so viele Möglichkeiten für den gegenseitigen Austausch und Protest bietet. Unter dem Hashtag LeaveNoOneBehind setzt sich die Seebrücke mit ihren aktuellen Aktionen dafür ein, dass die Lager in Griechenland evakuiert werden und fordert die deutsche Politik auf, zu handeln. Ich habe mit Henry von der Seebrücke gesprochen und ihn gefragt, wie die Corona-Beschränkungen die Aktionen der Seebrücke beeinflussen und wie sich der digitale Protest von der anderen Seite aus anfühlt. Ja, euch beeinflussen gerade die Beschränkungen von Corona ja wahrscheinlich sehr stark in euren Aktionen. Genau, also Corona hat uns da schon einfach auch sehr getroffen und natürlich viele von unseren Aktivitäten irgendwie eine gänzlich neue Richtung entwickeln lassen. Mhm. Wir saßen eigentlich direkt in der ersten Zeit zusammen und haben überlegt, okay, was können wir jetzt wie weitermachen und weiterdenken und sind dann erstmal auf das Format Online-Demo so ein bisschen gekommen und haben auch viel übers Netz am Anfang einfach irgendwie Aktivismus gemacht, gerade über die sozialen Medien. Genau, die Online-Demo hatte über 6.000 TeilnehmerInnen und war super erfolgreich, hatte unseren Hashtag LeaveNoOneBehind sozusagen zu der Kampagne, die erfordert, dass die geflüchteten Menschen aus Griechenland evakuiert werden, bei Twitter auf Nummer 1 und genau, das war eine ganz coole neue Erfahrung sozusagen, auch so online zu demonstrieren. Und wir haben dann aber auch geguckt, dass wir irgendwie versucht haben, zumindest irgendwie in den öffentlichen Raum zurückzukommen. Haben das Anfang April am ersten Wochenende mit einem Aktionstag bundesweit gemacht, der hieß Wir hinterlassen Spuren. Da haben wir unsere Forderungen in die Öffentlichkeit getragen, haben teilweise auch einfach nur Schuhe an öffentliche Plätze gestellt. Und genau, da hatten wir dann allerdings auch tatsächlich mit Einschränkungen seitens der Polizei zu kämpfen. Gab mehrmals einfach Menschen, die Repressionen erlebt haben. Und da hat man das schon gemerkt, dass sozusagen auch irgendwie, obwohl wir uns eigentlich an alle Vorgaben, die sozusagen die Corona-Verordnung auferlegen, sozusagen gehalten haben, war da trotzdem sozusagen unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes sehr durchgegriffen und diese Demonstration auch oft dann halt unmöglich gemacht. Was aber eigentlich cool ist, dass so in den letzten Wochen, auch durch die Gerichtsurteile, die es da gab, dass jetzt sozusagen dieser öffentliche Protest wieder mehr möglich wird. Also in Hamburg gab es jetzt am Sonntag am vergangenen eine Aktion, wo wir an der Elbe, an der Promenade über mehrere Kilometer insgesamt 25 Mahnwachen mit jeweils 20 Leuten angemeldet hatten. Dann hatten wir halt sozusagen, ich glaube, über 4 Kilometer eine Menschenkette mit insgesamt 500 TeilnehmerInnen. Und so kann man dann sozusagen doch irgendwie den Protest gerade in die Öffentlichkeit bringen. Seht ihr so Vorteile drin auch in der Online-Demo? Klar, wie du sagst, das bringt halt auch ganz neue Gruppen an Menschen irgendwie zusammen. Das ist jetzt nicht die übliche Konstellation. Und was eigentlich cool ist, dass man das ja trotzdem sehr interaktiv gestalten kann. Fast auch interaktiver als eine Demo, finde ich. Mhm. Weil wir dann sozusagen die Leute vorher auffordern, irgendwie Aktionen zu machen, Bilder davon zu schießen und die dann wieder einzuschicken. Und die werden dann wiederum bei der Demo sozusagen, also über diesen Online-Stream sozusagen auch gezeigt. Klar hat das irgendwo Vorteile. Ich persönlich bin da aber irgendwie der Meinung, dass es auch total viel hat, wenn man irgendwie dann doch sozusagen auf der Straße steht mit Menschen. Im Großen und Ganzen können wir uns dem auch anschließen. Die aktuelle Lage stellt auch den politischen Aktivismus vor neue Aufgaben und ruft ganz neue Protestgruppen hervor, die sich politisch nicht mehr wirklich einordnen lassen. Gruppen wie die Seebrücke oder Fridays for Future haben kreative Wege gefunden, auch weiterhin aktiv zu bleiben. Vor all diesen Leuten, die jetzt neue technische Wege finden und kreative Lösungen, um ihre Meinung trotzdem noch kundzutun und sich nicht demoralisieren zu lassen, haben wir großen Respekt. So eine richtige Demo auf der Straße kann der Livestream dann aber irgendwie trotzdem nicht ersetzen. Vom Gefühl her ist es aber wirklich sowas wie vor dem Laptop den Livestream gucken oder wirklich zum Konzert gehen. Da gibt es schon einen großen Unterschied irgendwie. Puff, Cut. Das war ein gutes Schlusswort.
Thank you.